Und in 3 Jahren werden Sie sich am 15. Oktober um 18 Uhr 2006 in Paris auf der Petit Pont treffen. Vielleicht, weil beide entscheiden unabhängig voneinander, ob sie dahin gehen werden. Malik ist ein Kulturjournalist und geht also nach Atopos und will sich neu erfinden. Und vielleicht schafft das auch, vielleicht schafft das auch nicht. Jedenfalls fängt er irgendwann an, beim Begleitservice zu arbeiten, also als männlicher Edelprostituierter. Und damit geht es jetzt weiter. Ja, jetzt mal so ein paar Einblicke in sein berufliches Leben.